Ich denke mal, die meisten von Ihnen haben unsere Sonderausstellung schon mal gesehen, wenn Sie heute hier sind. Nämlich, das ist Film Noir, da oben in der Sonderausstellung. Und diese Ausstellung ist auf viele Weise sehr, sehr faszinierend, weil sie versucht, das abzubilden, was der Stand der Forschung eigentlich ist. Nämlich, ja, es ist kein Genre, es ist eine Stilrichtung. Und einer, der diese Sichtweise sehr, sehr geprägt hat, den haben wir heute Abend hier. Und das ist Dr. Burkhard Röwekamp, der die Lecture gleich halten wird. Sein Buch ist quasi die Bibel unserer Kuratorinnen gewesen, so kann man das sagen. Das heißt vom Film Noir zur Methode Noir, die Evolution filmischer Schwarzmalerei. Und ja, ich würde einfach mal ganz kurz einen Teil des Klappentextes vorlesen, dass Sie einen Einblick bekommen, was er da eigentlich gemacht hat. Denn es ist wirklich das Buch, das die Ausstellung zu großen Teilen mitgeprägt hat. Der Klappentext schreibt, die Arbeit dokumentiert und analysiert die Entwicklung des Noir-Films anschaulich von den Anfängen bis in die Gegenwart. Von Abu de Souffle über Chinatown bis hin zu LA Confidential. Anhand detaillierter und aufschlussreicher Filmanalysen aktueller Produktionen werden nicht nur historische Entwicklungen herausgearbeitet, vor allem wird ein methodisch und theoretisch innovatives Modell filmischer Wirkmechanismen vorgestellt, wie es bislang in dieser Form weder im deutschsprachigen noch im internationalen Raum vorliegt. Genau deswegen haben wir ihn hier. Er hat heute den Titel gewählt, Krisen des Männlichen im Film Noir. Dick Laurent is Dead ist der Untertitel. Und das ist auch gleich der Bogen zu dem Film, den Sie dann im Anschluss sehen werden, denn Sie kennen es wahrscheinlich, Dick Laurent is Dead ist der erste sehr mysteriöse Satz im David Lynchs Film Lost Highway, den Sie gleich dann sehen werden. Ganz kurz noch zu Burkhard Röwekamp selbst. Er ist 1965 in Osnabrück geboren und hat zunächst eine Ausbildung und Berufstätigkeit als Repro-Retoucheur gemacht. Das kannte ich vorher nicht. Ich habe dann mal bei der Bundesagentur nachgeguckt. Da gibt es noch eine schöne Beschreibung. Also es ist quasi ein vergleichbarer Lithograph, aber das Entscheidende ist, dass Vorlagen am Flachbett oder Trommelscanner eingescannt und fotografische Aufnahmen dann gegebenenfalls mit der Repro-Kamera erstellt werden und das erstellte Filmmaterial mit Skalpell, Abdecklack, Pinsel oder Spritzpistole bearbeitet werden, um Fehler zu beseitigen oder Änderungen gemäß den Wünschen der Auftraggeber vorzunehmen. Also das ist sehr, sehr spannend. Direkt danach, er hat das 5 Jahre gemacht, hat er ein Studium begonnen in Marburg, Neuere Deutsche Literatur und Medienwissenschaften, Politikwissenschaften. Und in Marburg ist er seitdem auch geblieben. Er hat dort sein Magister gemacht, ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut geworden, hat dort promoviert mit der Dissertation Die Evolution filmischer Schwarzmalerei zur Geschichte und Methodik des Noir-Films. Dann hat er eine Vertretungsprofessur auch am dortigen Lehrstuhl gehabt und jetzt im Januar 2010 seine Habilitation mit einer Studie zur Ästhetik, Geschichte und Theorie der filmhistorischen Praxis des Antikriegsfilms geschlossen. Er lehrt in Marburg. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist und auch diese Reihe, die nun bevorsteht, mitgestaltet hat, unsere Film-Noir-Reihe. Da sind einige Filme dabei, die er selbst ausgewählt hat, auf die er auch Bezug nehmen wird in seinem Vortrag. Ich nenne die Filme einfach mal, das sind Robert Aldrichs Kiss Me Deadly, Billy Wilders Double Indemnity und Robert Siodmak's The Killers. Sie alle werden Sie hier im Original auf unserer Leinwand sehen. Und ja, ich will gar nicht mehr viele Worte machen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit der Lecture. Ja, ganz herzlichen Dank, Urs Spörri, für die lieben Worte. Das meiste davon stimmt. Nein, alles stimmt. Klappentextprosa ist ja natürlich im Nachhinein immer so ein bisschen unangenehm, aber das ist im Verhandlung mit dem Verlag. Es ist auch etwas her, dass ich diesen Band publiziert habe. Ja, ich begrüße Sie hier von meiner Seite auch ganz herzlich und werde Ihnen jetzt etwas erzählen zu Dick Laurent is Dead, Krisen des Männlichen, dem Film Noir. Und würde auch direkt gleich dann dort einsteigen. Ich freue mich heute, Ihnen dieses Kapitel, das auch mit Film Noir aufs Engste verbunden ist, nämlich die Darstellung des Männlichen. In der Wissenschaft geht es oft um Genderprobleme, um die Rolle der Frau, vor allen Dingen vom Fatale, ich werde darüber sprechen. Männer kommen häufig da recht kurz, aber gerade im Film Noir sind sie ganz besondere
Typen, wir hatten vorhin schon kurz gesprochen, aber ich will das versuchen, das zu verdeutlichen. Der Vortrag gliedert sich in insgesamt 5 Teile, nicht erschrecken, die sind auch teils kürzer. Natürlich eine Einleitung, dann etwas zur Krisensymptomatik des Männlichen im Film Noir allgemein, ein kleiner Exkurs über wissenschaftliche Positionen, dann Gegenbilder des Männlichen, femme fatale und Familie. Viertens, dann versuche ich dann einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Sie sehen ja auch heute im Anschluss an diese Lecture dann Lost Highway, ein Film, der sozusagen dieses Verdichtungsmodell, das ich dann als Methode oder Methodik eigentlich gefasst habe, transponiert das in die Gegenwart und geht auch sehr reflektiert damit um und dann eine kurze Schlussbetrachtung, wir das abschließen. Zur Einleitung, Hollywood und Film Noir. Krise bedeutet laut Duden eine, Zitat Anfang, schwierige Situation, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt, Schwierigkeit, kritische Situation, Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins, Zitat Ende. Synonyme sind Ausweglosigkeit, Dilemma, Notlage, Problemsituation, Sackgasse, Tiefpunkt, Zwangslage, Bedrängnis, Misere, Bredouille, Klemme oder auch Schlamassel. So der Du. Wenn sich eine Krise verstetigt, wird sie dann schließlich zur Katastrophe. Eine psychische Krise äußert sich als unvorhersehbare oder zunehmende Beschränkung der Wahrnehmung, der Wertesysteme und der Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit. Eine solche Krise stellt eigene Erfahrungen, Ziele und Werte in Frage und hat für die betroffene Person oft einen radikal bedrohlichen Charakter. Charakteristisch für die Krise ist ein, das ist wichtig, wenn wir vom Film schon auch sprechen, ein wahrgenommenes Gefühl der Bedrohung, ein Anstieg an Unsicherheit, Dringlichkeit und Zeitdruck. Und jetzt komme ich zum Film. Und wie unschwer zu erraten, solche Krisensymptomatiken übersetzen sich typischerweise in den filmischen Wahrnehmungen des Film Noir, seiner Ästhetik und Dramaturgie. Die bildlich-erzählerische Verdichtungsarbeit des Krisenhaften in Noir-Filmen konzentriert sich dabei insbesondere auf die Inszenierung seiner männlichen Hauptakteure. Immer geht es um ein Schwinden der Wahrnehmung, ein Gefühl der Bedrohung, Angst vor dem Kontrollverlust und existenzielle Verzweiflung. Die wesentlichen Konstruktionsprinzipien der Film Noir oder Noir-Film, ich benutze das Synonym, immer wieder zum Ausdruck gebrachten Krise des Männlichen, möchte ich Ihnen im Folgenden etwas näher bringen. Wir haben es gerade schon gehört, Dick Laurent is dead, die ersten Worte, so lauten die ersten Worte, gesprochenen Worte, in Lost Highway, dem rätselhaften Noir-Szenario von Regisseur David Lynch aus dem Jahre 1997, das Sie im Anschluss an diese Lecture ja sehen werden. Man könnte darüber spekulieren, ob nicht bereits diese ersten Worte im übertragenen Sinne von einer tiefgreifenden Krise des Männlichen künden. Erstens ist ja jemand gestorben, was wohl die schwerwiegendste Folge eigentlich jeder Krise ist. Zweitens aber meint Dick, vielleicht das erste Wort, im vulgär-englischsprachigen nicht nur das männliche Geschlechtsorgan, sondern ist zugleich auch eine abwertende Kurzform für den Detektiv, den Schnüffler, einer der zentralen männlichen Figuren in Noir-Filmen. Und zu guter Letzt mein Dad, vielleicht nicht nur einfach tot, sondern lautsprachlich einfach auch Dad, also Vater. Und last but not least hat die unheimliche männliche Stimme aus einem Lautsprecher, Sie werden es dann sehen, anfangs gar keinen Sprecher, keinen Körper, keine Referenz. Nur einen augenscheinlich verzweifelten Mann jüngeren bis mittleren Alters sieht man, ihn hier, Bill Pullman spielt Fred Madison, sieht man rauchen vor einem Spiegel und hört der Stimme zu, die dann sagt, Dick Laurent is dead. Schon auf der Tonebene findet sich hier also ein hochgradig verdichtetes Sinnbild für eine offenbar gründlich in die Krise geratene Männlichkeit. Doch damit will ich es wenden lassen und nicht zu viel verraten. Das nur als Einstieg. Film Noir, das bedeutet auch und in der Regel vor allem, hochdramatisierte Erzählung einer existenziellen Krise des Männlichen oder genauer tradierter Männlichkeitsvorstellungen, zumindest derjenigen, wie sie vor allem das Hollywood-Kino seit Beginn des Studiosystems hervorgebracht und gepflegt hat. Im klassischen Hollywood-Kino erscheint der Hauptakteur in der Regel als ein überwiegend moralisch einwandfreier, immer mehr oder weniger heldenhafter, zumeist gut aussehender, viriler Männlichkeitstypus. Sein Verhältnis zu den weiblichen Figuren ist zumeist eher ein beschützendes bzw. auch romantisches. Er ist Vaterfigur oder Liebhaber
und stets ein irgendwie doch positiver Held. Zur Erinnerung daran, um uns auf diese Ikonografie dieses positiven Helden noch in Erinnerung zu rufen, habe ich Ihnen hier vier Bilder einmal nacheinander montiert, vergleichsweise wahllos. Aber das links ist der junge John Wayne hier in Westward Ho, einer der Stars des Hollywood-Kinos, vor allen Dingen dann auch des Westerns, eine Lichtgestalt, ein Retter, ein männlicher, ein väterlicher Retter. Oder hier eine Set-Fotografie von Hollywood Hotel unter Regie von Buster Berkeley entstanden. Sie sehen hier hell ausgeleuchtete Räume. Der Mann ist eigentlich der Galan, die Frau ist so ein Zentrum, aber sie ist das Objekt der Begierde. Sie wird zurechtgemacht wie eine Statue eigentlich. Nicht sozusagen, der Mann hat hier ist hier derjenige, der die Szenerie am Ende dann doch beherrscht. Und er ist, wie gesagt, der romantische Liebhaber. Oder hier im Ring of Baby, diese Screwball-Comedy von Howard Hawks, Cary Grant und Katharine Hepburn. Nicht? Auch hier der Screwball-Comedy werden Geschlechterverhältnisse verhandelt. Aber es geht sozusagen im Komischen auf und wird nicht in einer Weise negativ bezeichnet, wie beispielsweise dann später im Noir-Film. Also auch hier sozusagen ein typisches Bild hollywoodscher Männlichkeitsfantasien. Last but not least, Gone with the Wind, vom Winde verweht, mit Clark Gable und Vivian Leigh. Das Paradebeispiel eigentlich auch für diese Konstruktion von Männlichkeit, aber auch Weiblichkeit. Im klassischen Hollywood-Studiosystem. Ja, da wollte ich noch nicht hin. So viel nur dazu, zu diesen Klischees, auch zu diesen visuellen Klischees des Männlichen, die im Einzelfall, wenn man genau schaut, natürlich auch differenzierter funktionieren. Nicht, also da will ich jetzt nicht das Wort reden, dass es keinen einzigen verzweifelten Mann im ganzen Studiosystem bis zum Film Noir gegeben hat. Aber in der Radikalität, wie es im Film Noir dann auftaucht, gibt es das dort bis dahin nicht. Film Noir dagegen, also gegen dieses Hollywood-Modell des Männlichen, bedeutet seit etwa Mitte des vergangenen Jahrhunderts eine radikale Abkehr von solchen Männlichkeitsentwürfen Hollywoods. Der erzählte Mann des Film Noir ist geradezu das Gegenteil des Bekannten. Ein einsamer und desillusionierter Verlierertyp in einer teillos undurchschaubar gewordenen Umgebung. In der Fachliteratur wird das Aufkommen des Film Noir und seiner männlichen Anti-Helden vielfach mit tiefgreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen infolge des Zweiten Weltkriegs in Verbindung gebracht. Hier sollte man meiner Meinung nach aber doch eher vorsichtig sein, einen Film Noir nicht einfach als Spiegelbild etwa gesellschaftlicher Verhältnisse deuten. Vielmehr liefern auch Film Noirs lediglich filmische Entwürfe, nicht konstruieren ihre eigenen Gesellschaftsbilder und hier insbesondere Entwürfe einer radikal veränderten Männlichkeit. Welche Wahrnehmungsperspektiven auf dieses Männliche konstruieren also solche Film-Noirs? Wie verändert sich dabei der filmische Blick auf das Männliche? In der Ankündigung zur Sonderausstellung hier im Haus im Film-Noir heißt es, Zitat Anfang, zahlreiche Hollywood-Filme der 40er und 50er Jahre zeigen die amerikanische Gesellschaft von ihrer dunklen Seite. Zitat Ende. Aber wie sieht diese nun aus und weshalb tun sie das eigentlich? Womöglich, weil sich in dieser Zeit nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern und damit möglicherweise auch die Filmvorlieben, sondern weil sich in dieser Zeit die historischen Wahrnehmungsbedingungen für die Filmproduktion sowie die Filmproduktion selbst kriegsbedingt ändern. Zum Beispiel verknappt der Kriegseinsatz die materiellen Ressourcen auch für die Filmindustrie und erfordert eine kostengünstigere Produktionsweise, die sogenannte B-Filmproduktion. Da wir mal hier einen wissenschaftlichen Vertreter, der einen sehr knappen, aber sehr, sehr, sehr schönen Aufsatz geschrieben hat, auch der Frau Paas, genau zu einem B-Film. Wenn Sie das interessiert, wäre das jemand, der sich da auf ganz, ganz exzellente Weise mit befasst hat. Diese B-Filmproduktion setzt etwa in den 40er Jahren ein und wo man sich keine weitläufigen und kostenintensiven Kulissen baut und teuren Lichtarrangements mehr leisten konnte oder wollte, nicht in der Kriegszeit, unter Bedingungen materieller Knappheit, da rückt dann eben die Kamera ungemütlich nah an das Geschehen. Da braucht man keine weiten, keine totalen, sondern da fährt man einfach nah ran. Dort werden die Bilder dann eben auch finsterer, da braucht man weniger Licht, das ist auch eine Kostenfrage, unter anderem, nicht? Und dort wagt man eben auch
einmal das visuelle und erzählerische Experiment, um den Beschränkungen der materiellen Knappheit dennoch entfliehen zu können. Man kippt die Kamera, rückt sie an extravagante Positionen unterhalb oder oberhalb des Geschehens, wählt überwiegend beengte Bildausschnitte, zerschneidet die Zeitlinie dann, was die Erzählstrukturen anbelangt, mit Hilfe von Rückblenden. Kurzum, aus der materiellen Not entsteht eine ästhetische Tugend, die später als Film Noir bezeichnet wird. Die B-Filmproduktion wird zum ökonomischen Erfolgsmodell Hollywoods. Auch deswegen müssen schließlich neue Geschichten her, um den Mehrbedarf an Filmen zu decken. Im Bereich der Kriminal- und Verbrechenserzählung kommt hier die äußerst erfolgreiche Hardboiled-Massenliteratur der 1930er Jahre mit ihren vielfach gebrochenen Antihelden gerade recht als Vorlage, zumal einige ihrer Autoren dieser Hardboiled-Literatur bereits für die Filmindustrie arbeiten, zumeist in der Drehbuchproduktion. Die Genrehorizonte filmischer Kriminal- und Verbrechenserzählung erfahren dadurch, im dann später sogenannten Film Noir, eine neue, düster beklemmende Perspektivierung. Die Hardboiled-Literatur verändert aber nicht nur Themen und Motive bisheriger Kriminalgeschichten, die Hardboiled-Geschichten unterwandern zugleich das bisher vorherrschende Männlichkeitsideal Hollywoods. Aus dem Erfolgsbild des Männlichen wird dann ein Krisenbild des Männlichen. Das Publikum scheint erfreut, ob dieser Veränderung in den Erwartungszusammenhängen seiner eigenen Film- und Kinoerfahrung. Seit Anfang der 1940er Jahre jedenfalls feierten Filmerzählungen, in deren Zentrum desorientierte männliche Akteure, dann mit Femme Fatales etwa und anderen zwielichtigen Figuren konfrontiert wurden, große Publikum, also vergleichsweise große Publikumserfolge. Das Film Noirs sind natürlich jetzt nicht dominierend, auch in dieser Zeit am Markt, in dieser Zeit dominieren Kriegsfilme. Und Musical ist das geschehen. Nicht? Und, aber Film Noir hat, das liest man verschiedentlich, dort einen Anteil an der Produktion von 16-20%. Kurzum, Noir-Filme liefern auf ästhetisch faszinierende Weise, das werde ich Ihnen noch näher bringen anhand einiger Beispiele, in der Regel sehr mehrdeutige, oft schwarzseherische, ja in ihrer Frauen- und Familienfeindlichkeit gelegentlich auch reaktionäre Erzählungen. Aber vor allem und zum Trost vielleicht, auch kein männlicher Akteur kommt je ungeschoren davon. Im Gegenteil, seine lustvolle Selbstzerstörung eigentlich bildet im Grunde den roten Faden im ästhetisch-dramaturgischen Gewebe eigentlich eines jeden Noir-Films. Auf welche Weise, das kommt zum zweiten Punkt, zur Krisensymptomatik, wieder hier etwas konkreter, des Männlichen, zur Krisensymptomatik des Männlichen im Film Noir. Auf welche Weise versinnlichen Noir-Filme nun die vermutete Männlichkeitskrise? Als Filme machen, dass psychischen Angst- und Bedrohungsphantasmagorien männlicher Charaktere einen expressiv übersteigerten ästhetischen Ausdruck verleiht, besetzen Noir-Filme einen Wahrnehmungsraum, wie gesagt, den das traditionelle Erzählkino vor allem hollywoodscher Provenienz eben nicht füllen konnte. Für die Filmkritik bildeten Pessimismus und Menschenverachtung das semantische Zentrum der seinerzeit neuartigen Noir-Filme. In ihnen verkörperten zum Beispiel Schauspielerinnen wie etwa Rita Hayworth, die Sie hier sehen in Gilda, einen neuen, unmoralischen Frauentypus, der skrupellos verführt und bei Bedarf auch tötet. Wie der französische Filmkritiker Jean-Pierre Cartier 1946 meinte, seien Film Noirs ohne jede Utopie und dann ausnahmslos bevölkert von, Zitat Anfang, das ist aus der deutschen Übersetzung jetzt, vor, Zitat Anfang, Ungeheuern, Kriminellen oder Kranken, die nichts entschuldigt und die einzig aus dem Bösen, das in ihnen steckt, handeln, wie sie handeln. Zitat Ende von Jean-Pierre Cartier. Und diese kranken Kriminellen sind natürlich Männer. Die Welten des Film Noir seien bevölkert von solchen engelhaften Mördern, nervösen Gangstern, größenwahnsinnigen Bandenchefs sowie verrückten und unheimlichen Komparsen. Alle Figuren seien widersprüchlich und mehrdeutig, so die Filmkritik. Opfer sind nicht länger nur wehrlos und deswegen schützenswert. Sie stehen oftmals selbst unter Verdacht. Der männliche Protagonist ist nicht länger ein jugendlich wirkender Held, sondern ist meist, wie etwa Humphrey Bogart, eine ältere und reifere Figur, die zwischenzeitlich selbst zum missbrauchten Opfer wird. Ich zeige Ihnen mal die Hauptakteure aus den kommenden Filmen dieser Krisenreihe. Das ist zunächst er hier, Walter Neff, Versicherungsangestellter. Das ist sozusagen kurz vor seinem Ende in diesem Film. Vielleicht
ahnen Sie, was sozusagen auf das Ganze dann am Ende hinausläuft? Als Mittelklasse-Mann scheitert er im Grunde genommen an seinen eigenen, an seiner eigenen Triebhaftigkeit. Aber mich will ja gar nicht weiter verraten. Aber so ein Typ erwartet Sie dann in Double Indemnity. Sie sehen hier Peter Lund, der Schwede wird er genannt, der Boxer, der in The Killers, gleich zu Beginn des, oder ziemlich zu Beginn des Films, von zwei Auftragsmördern erschossen wird, und dann erzählt der Film rückblenden, wie es sozusagen zu dieser Situation kam. Aber auch hier bereits eine gebrochene Figur, die liegend zu sehen ist und wartet auf ihre Mörder. Das ist etwas von einem radikalen Fatalismus auch. Und hier übersetzt sich so etwas. Und diese Männerfiguren sind halt im Noir-Film regelmäßig in solchen Situationen. Und hier, das war noch nicht das Ende, aber hier in Kiss Me Deadly, Mike Hammer, der Privatdetektiv, etwas überhebliche, aber dann dabei doch auch in gewisser Weise dumm bleibende Privatdetektiv, der am Ende von dieser Frau hier angeschossen wird. Und der Film entwickelt sich dann weiter, ich will aber gar nicht so vorwegnehmen dort. Nicht? Also hier, das sind diese Typen sozusagen, die aufgrund ihrer eigenen Unfähigkeit am Ende irgendwie auch mehr oder weniger oder manchmal gar nicht mit dem Leben davon kommen. Für die Filmkritik der 1940er und 50er Jahre waren Noir-Filme im Wortsinn Todesvisionen. Noir-Filme arrangierten ihre albtraumhaften Geschichten aus der Perspektive des männlich dominierten Verbrechens und der unbeherrschten Gewalt. Die Polizei sei korrupt und selber in das Verbrechen involviert. Der Privatdetektiv gehöre zu gleichen Teilen in Sphären der rechtschaffenden Gesellschaft und der Unterwelt an, während die Gesetzesbrecher bisweilen sogar zu Sympathieträgern würden, so die Filmkritik. Also eine Verkehrung an vielen sozusagen Stellschrauben dieses Bildes des Männlichen, wie es Hollywood zuvor halt etabliert hatte. Einen solchen Gesetzesbrecher und Sympathieträger möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Es handelt sich um den Kriminellen in diesem Film Asphalt Jungle unter der Regie von John Huston, um den Kriminellen Dix Henley, gespielt von Sterling Hayden. Der Film entstand 1950 unter der Regie von John Huston. Erzählt wird die Geschichte eines perfekt geplanten, dann aber an einer unglücklichen Verkettung von Zufällen scheiternden Juwelenraubes. Es gibt eine professionelle Gangsterbande, Sie sehen sie hier im Bild, die treffen sich im Hinterzimmer. Es gibt einen Criminal Mastermind, wie es so schön heißt, einen Drahtzieher, der es ausgeheckt hat. Auch ein korrupter Anwalt und ebenso korrupte Polizisten sind im Spiel. Und in diesem Film habe ich jetzt leider kein Bild, aber spielt Marilyn Monroe in einer kleinen Nebenrolle mit, in einer ganz frühen Rolle. Die Geschichte ist recht komplex, die Psychologisierung der Figuren dabei äußerst behutsam und die Bildarbeit von Kameramann Harold Rossen von faszinierender Präzision. Vor allem eine ungewöhnlich die Räume verengende, klaustrophobische Filmbildlichkeit charakterisiert aufs Trefflichste immer wieder die psychische Tektonik der ausweglosen Situation. Das sieht man bereits hier in diesem Hinterzimmerbild. Der Raum ist relativ beengt und zugestellt. In der Mitte sehen wir Dix Henley, diesen Gangster, um den es gleich noch zu gehen wird, wenn ich einen Filmausschnitt zeige. Und im Vordergrund groß, das ist dieses Mastermind, sozusagen den Großen, der den Plan hat vom Raubüberfall und die anderen, die zuhören und ihre Rollen zugewiesen bekommen. All das ist aber sehr beengt und in einer vergleichsweise unübersichtlichen Lichtsituation, auch hier mit harten Kontrasten gearbeitet. Das sind also sehr wohlkalkulierte und durchkomponierte Bilder, die diesen ganzen Film über zu sehen sind. Doch zurück zur Geschichte dieses Films. Nachdem dann alle Ganoven, nachdem das aufgrund unglücklicher Zufälle halt schiefgegangen ist, der Juwelenraub, nachdem dann alle Ganoven tot oder zumindest inhaftiert sind, ist nur noch eben jener Dix Henley übrig, zusammen mit seiner Freundin, Doll heißt sie, auf die eine Puppe, auch hier das ganz offensichtliche Namensspiele, zusammen mit ihr auf der Flucht. Henley ist zuvor zufällig, auch wieder hier wieder, zufällig angeschossen worden und hat bereits sehr viel Blut verloren. Und das Ende dieser Flucht und dann auch des Films zeige ich Ihnen jetzt in einer etwa 8 Minuten langen Sequenz. 8 Minuten auch deswegen, damit wir uns einfach nur einsehen können, nicht nur wieder in die Bildlichkeit des Film Noir, sondern auch mal sozusagen in dieser männlichen Charaktere.
kurz vor seinem Tod sozusagen zu Gesicht bekommen, damit wir uns einmal einsehen in die Inszenierung solch krisenhafter Männlichkeiten. Ich möchte da bitten, diese Filmsequenz abzuspielen. Ja, soweit dieser kurze Ausschnitt vom Todeskampf von Dix Hendley, der am Ende zu der Farm seines Vaters zurückkehrt, die in der Wirtschaftskrise enteignet wurde, weshalb er selbst in die Stadt gehen musste und dort zum Kriminellen wurde. Nicht? Das ist so der Rahmen dieser Geschichte. Die Krise des Männlichen übersetzt sich hier, wie sehr jetzt sehr gut zu sehen, auch in eine Krise der bildlich-erzählerischen Wahrnehmung. Vom fast absoluten Dunkel ins helle Licht, harte Hell-Dunkel-Kontraste, unangenehme Nahaufnahmen, bedrohliche Untersichten, undurchschaubare, wie zugestellt wirkende Räume, nervöse Akteure, ein vormals kaltblütiger und jetzt beinahe weinend sterbender Krimineller, blendendes Licht, Mensch und Tier, bis hin zu dieser Todesacker-Metaphor, diesem schauerromantischen Bild am Ende und so weiter. Dix Hendley, so viel wird hier auch mittels filmischer Verfahren wahrnehmbar gemacht, ist ein unrettbar Verlorener. Die Flucht aus dem Fegefeuer der Stadt in das grelle Licht der Pferdekoppel gleicht einer vergeblichen Reise ins unerreichbar gewordene und unerreichbar verlorene Paradies, die Farm seines vor langen Jahren enteigneten Vaters. Soweit ein erstes Beispiel, auch nur eine Kürze. Ich komme jetzt in einem ganz kurzen Exkurs zu einigen typischen Beschreibungen der Filmwissenschaft, die sich mit der Problematik des Männlichen im Film nur auseinandergesetzt hat, auch nur als... Die Filmwissenschaft hat sich durchaus in größerem Stil dann aber erst seit den 70er Jahren mit dem Phänomen Film Noir befasst und hier Konzepte des Männlichen zu beschreiben versucht. Für Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmkritiker Paul Schrader, der hier als erstes aufgeführt ist, etwa, der den Begriff Film Noir mit diesem Aufsatz erst Anfang der 1970er Jahre in den USA bekannt machte, werden Noir-Filme vor allem von Figuren beherrscht, wie dem Kleingangster, der jetzt groß herausgekommen ist, oder dem Privatdetektiv, der den Polizeidienst im Streit verlassen hat und zum einsamen Helden geworden ist, wie Sam Spade beispielsweise in Malteser Falken, gespielt von Humphrey Bogart. Solche Figuren meinte er, darauf spielt er an. Und noch mal ganz kurz, also Notes on Film Noir 1972, anlässlich einer Ausstellung über Film Noir. Der Film wurde zuvor Mitte der 40er Jahre in Frankreich geprägt und dort hatte er auch eine gewisse Karriere bis in die 50er, geriet aber bald in Vergessenheit. Und erst dieser Aufsatz 1972 machte ihn dann wieder in der Filmwissenschaft zusammen mit anderen, die parallel dazu geschrieben haben, aber nicht so systematisch wie Paul Schrader. Dann wurde es dort erst entdeckt, eigentlich dieses Phänomen, und genauer bearbeitet. Für Robert G. Porfirio zeichnen sich Noir-Filme, der zweite hier in der Liste, vor allem durch eine existenzielle Attitüde aus. In ihnen befindet sich das männliche Individuum in einer Welt ohne transzendentale Werte oder moralische Imperative. Der Anti-Held verfüge über keine positiven Werte mehr, so Porfirio. Daraus resultierten semantische Zusammenhänge wie individuelle Entfremdung und Vereinsamung, Fatalismus, Chaos, Gewalt, Paranoia, Bedeutungslosigkeit, Zwecklosigkeit bis hin zur Absurdität. Zu den wichtigsten Motivkomplexen von Noir-Filmen gehören für Porfirio die Krisensymptomatik des Anti-Helden. Die männlichen Akteure seien wahrhaftig in eine sinnlose Welt geworfen, in der nur noch das Ego scheinbar Orientierung bieten kann. Dem vielfach auf seine Triebhaftigkeit zurückgeworfenen männlichen Hauptakteur blieben Lösungsmöglichkeiten seines existenziellen Dilemmas zumeist verschlossen. Und für den Filmwissenschaftler Richard Dyer, der letzte in der Liste, artikuliert sich in Noir-Filmen schließlich eine existenzielle Angst hinsichtlich der Definierbarkeit von Männlichkeit und Normalität. Die entwurzelten und zumeist unverheirateten männlichen Antihelden der Noir-Filme entsprechen kaum denjenigen Heldenstandards, wie sie filmgeschichtlicher Legion geworden sind. Ein Prototyp, auch darauf verweist Richard Dyer, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Noir-Filme sind letztlich dann die Antihelden der Hardboiled-Novels. Als unabhängige Einzelgänger befinden sie sich häufig in einem Zustand sozialer Entfremdung und völliger psychischer Desillusionierung. Die einsamen Helden arbeiten und wohnen in menschenleeren, dunklen und bedrohlichen städtischen Umgebungen, und geprägt von der Erfahrung radikaler Anonymität verfügen sie
trotz oft nur mittelmäßig ausgeprägter Intelligenz über doch gelegentlich großen Sprachwitz zumindest. Soweit in aller Kürze, und ich will es auch dabei brennen lassen, einige Positionen aus der Filmwissenschaft und beende damit diesen Exkurs. Kommen wir zum dritten Punkt. Gegenbilder des Männlichen, femme fatale und Familie. Der Noir-Film immer wieder thematisierte Riss in der Identität des männlichen Subjekts hängt im Film Noir zugleich eng mit veränderten Formen der Konstruktion von Weiblichkeit zusammen. In typischen Hollywood-Erzählungen bestätigen die Rollenklischees weiblicher Charaktere in der Regel ein unhinterfragtes patriarchales Modell gesellschaftlich-kultureller Ordnung. In Noir-Filmen dagegen erodieren finanziell unabhängige und sexuell attraktive Frauen die Fundamente dieses patriarchalen Systems. Die Femme Fatale ist ein Gegenentwurf zu traditionellen Klischees, auch hier wieder üblicherweise von Hollywood-Produktionen hervorgetrieben, ein Gegenentwurf zu traditionellen Klischees des Weiblichen. Sie ist weder Ehefrau, Mutter, Tochter oder Hure, sondern vielmehr die Begehrenswerte aufgrund ihrer sexuellen und ökonomischen Unabhängigkeit für den männlichen Hauptakteur, aber immer gefährliche Frau. Solche Femme Fatales stellen die alte patriarchale Weltordnung radikal in Frage. Sie wechseln ihre Partner, sind, wie gesagt, erotisch, attraktiv, intelligent und auch narzisstisch. Bildästhetisch erscheinen sie buchstäblich in einem anderen Licht. Sie werden anders inszeniert, als sonst das der Fall ist. Zumindest bei verderblichen Frauenfiguren in solchen Filmen. Sie beherrschen also visuell den Bildraum. Und schon ihr Dresscode, wie hier bei Barbara Stanwyck aus Double Indemnity, die dort die Phyllis Dietrichson spielt, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, sollten Sie sich auch unbedingt anschauen, der läuft ja noch demnächst. Schon ihr Dresscode, ihr Bild, signalisiert ihre moralische Transformation, ihre vielleicht Verwerflichkeit. Sie steht dort auf einer Empore, der männliche Hauptakteur blickt zu ihr hoch, dessen werden wir gewahr, und sie ist dort nur mit einem Handtuch bekleidet. Steht sie dort oben und hackt im Grunde schon den nächsten Plan aus, wie sie an den jungen, gut aussehenden Walter Neff herankommen kann, beziehungsweise an sein Geld. Auf der anderen Seite sind solche Femme Fatales immer auch Projektionsfiguren der männlichen Akteure. Sie sind fatal immer nur für den männlichen Protagonisten. Femme Fatales sind Figuren, auf die der Mittelklasse-Mann, und in der Regel sind es Mittelklasse-Männer, seine sexuellen Begierden projiziert, der sich der Verführung wissentlich und auch freiwillig aussetzt, sogar provoziert und mitverschuldet. Für ihn, den nicht nur rationalen, sondern immer auch triebhaften männlichen Akteur, bedeutet die Femme Fatale ein sexuelles Glücksversprechen und das auch vor allen Dingen jenseits von Familie und Ehe. Dass sie gleichzeitig tödliche Unheilsdrohung ist, das entgeht diesen dann doch oftmals auch einfach gestrickten männlichen Figuren zumeist. Und das, wie das funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt auch vor allen Dingen in diesem Wechselspiel mit der Femme Fatale an einem weiteren Beispiel zeigen. Es handelt sich um zwei Ausschnitte aus dem Film Detour, entstanden unter der Regie von Edgar G. Ulmer, einem deutschen Immigranten in Hollywood. Ganz kleiner Film, 1945 entstanden. Der Film erzählt die Geschichte des mittellosen Pianospielers Al Roberts, gespielt von Tom Neal, den sehen Sie hier, der auf seinem Trip nach Hollywood, wo seine Geliebte und vielleicht auch ein Job auf ihn wartet, in eine unheilvolle Geschichte mit zwei zufälligen Toten und einer äußerst rabiaten Femme Fatale namens Vera verstrickt wird. Der Film erzählt diese Geschichte in einer Rückblende. Wir sehen am Anfang ihn hier in einer Bar sitzen und sozusagen im Voice-Over seine Geschichte beginnt zu rekapitulieren, und dann wird in einigen Rückblenden das erzählt, und am Ende kehrt die Geschichte hier wieder her, geht auf die Straße und wird dann von der Polizei dort einkassiert. Ich zeige Ihnen also jetzt zwei kurze Ausschnitte aus diesem Film. Im ersten wird Al Roberts von einem großzügigen Lebemann namens Charles Haskell als Anhalter mitgenommen. Sie fahren zusammen, trinken und essen gemeinsam, und nachts fahren sie weiter, und hier setzt dieser Filmausschnitt ein. Ja. Sie haben gesehen, auch hier wieder die typische Bildlichkeit des Film Noir. Es ist hier der typische Regen, der wird im Hintergrund geradezu zu einer Textur eigentlich, das Rauschen ist unangenehm, es ist eine sehr bedrohliche Szenerie. Al Roberts weiß sich nicht zu helfen, Haskell stirbt, aus welchem Grund auch immer, das wird gar nicht klar. Vielleicht ein Herzinfarkt, vielleicht ist er zu unglücklich gefahren, man weiß es doch nicht.
Er gerät jedenfalls nichtsdestotrotz zufällig in eine für ihn völlig ausweglose Situation. Und Sie sehen, wie gesagt, diese typische Bildlichkeit mit diesem Chiaroscuro-Lightning, mit den starken Dunkelkontrasten. Hier wird mit dem Wasser experimentiert geradezu, denn Wasser ist nicht nur nass und vielleicht eine Konnotation von irgendwie Unwohlsein oder wie auch immer, sondern es reflektiert auch Licht. Ne? Ich würde sagen, dass auch hier dieses Spielen ganz gezielt mit dem Wasser, mit den visuellen Eigenschaften vor allen Dingen des Wassers dann ganz eigene Bildlichkeit entstehen lässt. Wir werden Zeugen dann eines ganz, wie gesagt, morbiden Geschehens, in dem der männliche Akteur in eben jene ausweglose Situation gerät, die sich dann aber noch verschärfen soll, wie der folgende Ausschnitt zeigt. Der beginnt kurz danach. Roberts wechselt seine Identität, gibt sich fortan als Charles Haskell aus, er weiß sich nicht anders zu helfen, weil er glaubt, dass niemand ihm seine Unschuld abnehmen wird. Und jetzt, er nimmt den Wagen mit, den Koffer, die Papiere von Charles Haskell und nimmt sich als dieser Mann aus. Und jetzt trifft er eine junge Frau namens Vera, die er als Anhalterin, also im Grunde genommen die Wiederholung seiner Situation, diesmal dann nur tagsüber, wie Sie sehen werden, als Anhalterin in Haskells Wagen mitnimmt. Was er nicht weiß, ist, dass Vera zuvor bereits mit Haskell getrennt ist und sie offenbar auch, es gibt Kratzer auf den Rücken und auf den Armen von Haskell, irgendwie eine Nacht in einem Hotel verbracht haben. Das weiß aber Herr Roberts nicht. Er nimmt sie mit und Sie sehen jetzt gleich eine femme fatale, eigentlich wie aus dem Film Noir, Lehrbuch. Ich würde dann in den zweiten Ausschnitt helfen. Ja, bis hierher, nicht während Roberts, der sich als Haskell ausgibt, noch seinen Blütenträumen nachhängt von der natürlichen Schönheit dieser Frau, die er dort aufgegabelt hat, fängt sie so langsam an, sein Spiel zu enttarnen, ihn zu entlarven, weil sie vorher mit diesem Haskell eine Form von Beziehung hatte oder sich mitgenommen hatte. Er bewundert sie noch und sie fängt an, ihn langsam auszufragen, bis sie am Ende in diese Tirade beschimpfen. Das geht noch ein Stückchen so weiter. Das ist eigentlich, deswegen wird es auch ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich etwas, aber er begehrt sie nach wie vor. Nicht? Sie überredet ihn dann mit dieser Haskell-Konstruktion, Identitätskonstruktion, irgendwie noch an Geld zu kommen. Es geht um Versicherungsgelder. Und sie leben dann weiterhin auch zusammen. Er lässt nicht von ihr ab, obwohl sie ihn permanent eigentlich so behandelt, weil er im Grunde genommen von ihrer Attraktivität, für ihn ist sie äußerst attraktiv, so eingenommen ist. Und das Ganze endet dann, wie es häufig auch dann ist, tatsächlich mit dem Tod auch der femme fatale. Nicht? Sie sehen hier in diesem Bild, im Hintergrund liegt Vera tot auf dem Hotelbett, erdrosselt, stranguliert von einer Telefonschnur. Aber unfreiwillig. Nicht? Sie hat telefoniert, hat die Tür abgeschlossen. Er wollte nicht, dass sie anruft, wollte die Polizei anrufen. Und hat dann an der Stuhl gezogen und sie dabei erwürgt. Nicht? Das ist so, und auch hier bei dieser doch recht zufällige Tote, dieser arme Teufel, nicht? Der ja auch, Herr Roberts ist nicht der Hellste, wie wir aussehen, sich selber sozusagen auch mit sein Grab schaufelt. Nicht? So muss man das wohl sagen. Aber hier ist etwas, ist noch relativ kurzen Film, vielleicht 60 Minuten, gut 60 Minuten läuft, ja, was hier auf die Spitze getrieben wird. Nicht? So etwas, nicht? Wenn man sieht, diese sexuelle Begierde, diese Verlangen nach dieser Frau und die Frau, die ihn dafür schamlos ausbeutet und am Ende bringt ja auch sie halt, es sind sozusagen Zufälle, die hier eine Rolle spielen. In Detour zeigt sich geradezu prototypisch die doppelte Natur so einer femme fatale als Objekt männlicher Begierde einerseits und als Bedrohung männlicher Ordnungsgefüge. Wie in Detour zerstört sich der den Verlockungen seiner femme fatale nicht widerstehen könnende männliche Akteur dann am Ende zumeist selbst. Er verstrickt sich auch halbwegs selbst in diese ganze Situation. Aber auch die manipulierende Verführerin wird am Ende dann zumeist zur Rechenschaft gezogen. Das ist jetzt nicht nur in diesem Film, sondern lässt sich auch in anderen Filmen, in denen femme fatale ist, nicht automatisch immer in jedem Film nur eine femme fatale vorhanden, aber sie ist doch eine vorherrschende Figur in solchen Filmen. Am Ende wird sie auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen und stirbt gelegentlich und so wird auch dann diese patriarchale Ordnung zumindest tendenziell wieder in ihr Recht gesetzt.
Auch die Femme Fatale, wie gesagt, in Detour stirbt. Doch diese Auflösung, der Tod der Femme Fatale, verdankt sich dann eigentlich kaum noch den pessimistischen Logiken dieser Geschichten, sondern vielmehr der Selbstzensur der Filmindustrie und der Einhaltung der selbstauferlegten Regeln des sogenannten Production Code, die dann doch allzu hoffnungslose Auflösungen mehr oder weniger effektiv unterbanden. Nicht? Also das war sozusagen nicht gewünscht. Dass man hätte diesen Film ja auch, das nächste Mal zeigen. Er wird dann von der Polizei nachts irgendwo einkassiert, abgeführt und dann ist der Film auch zu Ende. Nicht? Aber eine Femme Fatale in dieser Form darf im Grunde nicht überleben. Nicht? Und auch derjenige, der hier mehr oder weniger wie auch immer kriminell ist, muss am Ende irgendwo verschwinden. Das sind Anforderungen des Production Code, weil man sonst befürchtet hatte, dass die Filme möglicherweise zensiert würden oder gar nicht aufgeführt werden dürfen. Bei Double Indemnity gibt es am Ende die Rede davon beispielsweise, dass eigentlich der Tod in der Gaskammer am Ende stehen sollte. Und der Film hatte diese Auflösung allerdings dann nicht. In ein beliebiges Ende wurde es dann im Grunde genommen überführt, was nicht so passt, nicht zur Perspektive der ganzen Geschichte gar nicht passte. Man sieht in diesen Filmen das häufig an, dass die Enden, die Auflösung der Geschichten häufig nicht zu dem passen, was vorher eigentlich entworfen worden ist an erzählerischer Perspektive. Neben der Femme Fatale als Verkörperungsform gefährlicher Weiblichkeit formuliert sich in der radikalen Verdrängung der Familie aus den Geschichten der Noir-Filme schließlich eine weitere Abkehr von Hollywood-Standards. Ich will das jetzt nur paraphrasieren. Auch die Familie ist hier nicht mehr ein Modell der sozialen Integration für das männliche Individuum. Sie ist häufig einfach nur eine Karikatur und eigentlich der Nährboden für das Aufkommen oder für den Erfolg dann auch der Film Noir, der sozusagen der männliche Protagonist ist fasziniert von der Möglichkeit des Ausstiegs, den die Femme Fatale zu bieten scheint. Auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit komme ich jetzt doch auch zum Ende, zu ihm hier. Und damit einen Sprung eigentlich beinahe in die filmische Gegenwart. Und Sie sehen ja gleich auch noch Lost Highway, sozusagen in vergleichsweise dann aktuellen Filmen, auch in jüngeren Noir-Filmen, beziehungsweise wie sie dann heißen, der Filmkritik häufig Neo-Film-Noirs, wie Chinatown oder dann später Fight Club 7, Memento, Shutter Island, all das ist immer noch in Mode, um nur eine wenige zu nennen. Hier schreibt sich diese Krisensymptomatik des Männlichen fort. Und Taxi Driver ist einer jener Filme, zusammen mit Chinatown, die Anfang bis Mitte der 60er, der 70er Jahre im Grunde genommen für eine Wiederbelebung des Noir-Films auch in der Massenproduktion sorgen. Nicht? Und ich weiß nicht, wer von den Taxi Driver kennt, das ist die Geschichte von Travis Bickle, dem Taxifahrer, einem Vietnam-Veteran, der nachts durch die Straßen fährt und dem alles vorkommt, als sei es dem alles wie Abschaum vorkommt und der dann am Ende zur Selbstjustiz greift und zum Rachefeldzug gegen den vermeintlichen Abschaum und ein furchtbares Blutbad anrichtet. Das sehen wir hier. Er radikalisiert sich, aber da dieses Blutbad sozusagen in einem mehr oder weniger kriminellen Milieu stattfindet, wird es von der Gesellschaft gutiert. Er kommt ohne Strafe frei, wird sogar für seine Bluttat, die wirklich drastisch auch inszeniert ist, nicht einmal zur Rechenschaft gezogen, sondern gefeiert. Nicht? Also auch das hier, Travis Bickle ist der Vereinsamte, der Launer Loser, der nicht nachts nicht schlafen kann. Und das jetzt nur in der aller Kürze als Beispiel für einen Film Noir in der mehr oder weniger nicht mehr 76 ist nicht mehr Gegenwart, aber sozusagen nach einer kürzeren Verschnaufpause in den 60er Jahren vor allen Dingen. Kommt zum Schluss. Diejenigen Filme, die als Film Noir oder Neofilm Noir bezeichnet werden, so mein Fazit, bieten einen radikalen Gegenentwurf zur üblichen Filmerzählung des Männlichen, wie sie vom Genre Kino, dann vor allem Hollywoods, aber nicht nur dort, auch in Europa gibt es so etwas, geprägt worden sind. Es handelt sich allerdings weniger um eine Absage an Hollywoods Standards, sondern vielmehr um eine drastische Modernisierung filmhistorisch eingeschliffener Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen durch eben diese Umkehrung, die ich versucht habe, näher zu bringen, der filmischen Wahrnehmungsperspektive des Männlichen, weg vom Vater, Helden, Retter, Freund, Liebhaber, Überlegenen, Drahtzieher, Souverän, hin zum desillusionierten Antihelden, zum Hilflosen, hilflos seinen Trieben ausgelieferten Einzelgänger, zum beziehungsunfähigen Verlierertypen. Damit wird natürlich zugleich auch eine Marktlücke geschlossen, das darf man auch nie vergessen. Das ist eine Nische, die diese Filme besetzen. Doch wie dem auch sei, wenn ich recht sehe, ist Männlichkeit auch im zeitgenössischen Film Noir immer noch in der Krise, vielleicht noch radikaler als zuvor auch.
Ob und welche Rückschlüsse sich daraus auf die Lebenswirklichkeit, mit der wir heute konfrontiert sind, ziehen lassen, bleibt selbstredend dem eigenen Urteil überlassen, im Zweifel aber unklar. Und auch Lost Highway, den Sie gleich sehen werden, so viel sei verraten, gibt darauf keine eindeutige Antwort, oder doch? Lassen Sie sich überraschen, Dick Laurent jedenfalls ist tot. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Röbelkamp. Es gibt auch noch die Möglichkeit, jetzt direkt Fragen zu stellen, wenn Sie das möchten. Ansonsten können wir aber auch anbieten, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, dass wir nachher nochmal wiederkommen nach dem Film. Ich weiß nicht, wenn Sie es, ich weiß nicht, oder gibt es jetzt direkt Fragen? Ja. Ja, meine Frage bezieht sich mehr auf den Anfang des Vortrags, und zwar haben Sie gesagt, dass man eben neben der sozialen Krise des Weltkriegs und so weiter halt auch einfach eine materielle Krise hat, dass Material fehlt und im anderen Teil Material zu viel ist, eben dass neue Themen gesucht werden müssen. Und letztendlich waren dann aber die angeführten Beispiele schon sehr auf das Soziale gerichtet. Also auch schon immer eine Frage einer sozialen Desillusionierung oder eines Existenzialismus, wie Sie sagten. Wollten Sie jetzt die beiden anderen Themen da einfach nur zusätzlich ins Licht rücken oder inwiefern, was war das dann für eine Wertung? Also, wenn es darauf sieht, dass ich angefangen habe mit der B-Filmproduktion. Es gibt diese, wie gesagt, im Grunde eine materielle Krise in dieser Zeit. Nicht? Und es gibt noch eine weitere Entwicklung. Genres haben sich im Grunde auch abgeschliffen. Nicht? Also, es hat im Grunde genommen zu Klischees gewonnen. Und deswegen suchte man auch neue Geschichten. Also, mir ging es nämlich darum, diesen produktionshistorischen Hintergrund. Natürlich werden hier Gesellschaftsentwürfe gezeigt, natürlich lassen sich diese Männer oder die männlichen Figuren hier Schichten und so weiter auch zuordnen. Natürlich kümmern sich diese Filme um Gesellschaft, um Gesellschaftliches. Was ich am Anfang, ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollen, man meinte, das ist halt kein Spiegel der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist eigentlich aus dieser materiellen Not heraus, aber auch hat noch einen zweiten Zugang, diese Hardboiled-Literatur. Schließt für sozusagen Hollywoods Drehbücher nicht nur mit neuem Material, sondern es ist auch so ein typisches Produktionsprinzip Hollywoods, dass natürlich der Erfolg, der in anderen Medien erzielt wird, gerade in der Literatur, irgendwann auch in Hollywood ankommt. Sozusagen, man greift dann halt erfolgreiche Literatur auf und macht daraus Filmstoff. Nicht? Das ist etwas Weiteres, was dort stattfindet. Aber die Stoffe dieser Hardboiled-Literatur haben sozusagen tatsächlich, was Gesellschaftskonstruktion, was das soziale Element anbelangt, einen ganz anderen Blick auf Gesellschaft als das, was bislang in Hollywood verhandelt worden ist darunter. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob ich Ihnen damit weiterhelfe. So, also in die Richtung, wie es argumentieren, sie überlagern sich hier verschiedene Entwicklungen. Auf der anderen Seite wird auch Film noir, oder wurde ja sozusagen derzeit in den USA zumindest gar nicht als solches wahrgenommen. Es gibt keine Produktionsvorgabe, jetzt dreht man einen Film noir, diese Begrifflichkeit existierte gar nicht. Das waren Mörder-Melodramas und so etwas in der Art. Es waren sozusagen Variationen bestehender Genrestoffe, als solche wurden die gesehen, waren aber sehr vergleichsweise attraktiv. Nicht? Sind ja auch rasant erzählt, haben eine aufregende, auch faszinierende, expressive Ästhetik und die Figuren, die dort vorkommen, sind weit jenseits derer, die sonst bekannt waren. Gibt es weitere Fragen hier? Also zu Taxi Driver, Iris als femme fatale im Kleinen, kann man das so sagen? Ja, sie ist natürlich für Travis eine fatale Frau, insofern er sich dort falsche Vorstellungen um sie herum strickt möglicherweise, ich weiß es nicht genau. Ist auch Betsy nicht da, ist auch eine femme fatale, nicht sozusagen diese gelackte Politikberaterin oder was ist sie eigentlich, weiß ich gar nicht genau. Die aber zu einer anderen Schicht offenbar zugehört und dort gibt es keinen Kontakt, auch wenn das Schlussbild das nahelegt. Aber sie bleiben ohne Worte am Ende. Und ja, die von Jodie Foster gespielte minderjährige Prostituierte, weiß nicht, es ist eher so jemand, den er beschützen will. Sie nutzt ihn ja nicht aus, würde ich ja weniger sagen, dass sie hier von Fatal handelt. Aber es ist, zumindest ist sie eine Projektionsfigur, dann
später für seinen Plan Rache zu nehmen, nicht? Also eigentlich an der Gesellschaft. Und das, was er als Abschaum der Gesellschaft versteht, das ist immer sein, in diesem Film, das ist ja das Perfide, wir leben eigentlich ja nur seine Perspektive, wir blicken nur durch seine Brille, nicht? Auch durch seine verkehrte Welt ist im Grunde das, was seine, doch, in der er sich selber radikalisiert, ist diejenige, die uns als einzig mögliche Denkfigur erstmal zu anheimgegeben wird als Zuschauer. Das ist ein bisschen der Trick an diesem Film. Weitere Fragen? Ansonsten würde ich sagen, alle anderen Fragen beantwortet Lost Highway. Genau. Und ich weiß nicht, sagt man viel Vergnügen von David Lynch? Ich glaube schon. Ja, doch. Man darf sich auch immer dem ästhetischen Vergnügen hingeben, das ist ja kein Problem. Ja, denke ich auch. Nochmal vielen Dank.